Ja, dann erstmal guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten Vortragsblock heute Morgen am Vosges Freitag. Und den ersten Vortrag wird halten Axel Schäfer zum Thema, was es Neues aus Metador gibt. Dankeschön. Freue mich, dass ihr auch da alle so früh jetzt zum Metadatenthema gekommen seid, Freitag. Ein Wort zu mir, ich Axel Schäfer, ich arbeite bei der Wehrgroup hier in Bonn als Projektleiter, auch verantwortlich für den Metador. Habe hier an der Uni Bonn studiert und das letzte Mal in dem Hörsaal war ich vielleicht vor 10 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich mal zwischendurch da war. Es ist schon echt was Besonderes, hier zu stehen. Das waren meine ersten Stunden, die ich da in diesen grünen Sitzen verbracht habe. Ist ein schönes Gefühl hier. 9 Uhr, freitags früh, Metadaten. Es könnte Spannenderes geben, aber der Vortrag wird spannend, weil wir haben Metador kurz vor der finalen Version. Wir werden das im Sommer veröffentlichen. Werden da auch neue GitHub-Repository-Geschichte machen, das nicht mehr unter der Workgroup posten, sondern vielleicht da, wo die Folien liegen werden, GitHub kommen, Metador-MD. Metador gab es schon, Metador-MD für Metador-Metadaten. Da liegen die Präsentationen jetzt auch schon. Die verweisen aber noch auf meinen Home-Ordner. Also es wird ein bisschen schwierig mit dem Styles, aber ich werde das noch fixen. Wer arbeitet mit Metador oder wer kennt Metador? Erstmal Hand hoch. Metador ist ein Metadateneditor. War immer sehr erfolgreich, weil man sehr schnell Formulare erstellen konnte und sehr schnell Metadaten eingeben konnte. Jetzt haben wir sicherlich 2 Jahre dran gearbeitet und keine neue Version veröffentlicht. Und innerhalb dieser 2 Jahre ist eigentlich eine Menge hat sich verändert. Ich war letztes Jahr schon auf der Vosges, habe gesagt, boah, schaut mal hier, was alles da ist. Plugin-Konzept, neue Sachen, hat sich schon wieder geändert. Deshalb haben wir da auch nichts released, weil sich an der Architektur grundlegende Sachen geändert hätten. Das hätte mehr Ärger gemacht. Ich werde ein bisschen die Funktionen durchgehen. Wir haben hier einen Stand, da können wir uns das Teil noch im Detail dann angucken. Mal gucken, was ich live zeige, was nicht. Bei der kurzen Zeit springen wir vielleicht nur erstmal durch die Folien. Es gibt alles live auch zu sehen. Und die Screenshots habe ich gestern noch schnell eingefügt. Also allgemeine Funktionen, Editieren und so weiter, Adressverwaltung, Validierung, Administration, Instanzen, Plugins, CSW und Zusammenfassung. Allgemeine Funktionen von der Oberfläche. Metador heutzutage sieht so aus, man hat einen Startbildschirm. Man sieht seine Metadaten. Wir haben hier Sachen einfach von den 7 Weltwundern der Antike und der Moderne genommen. Irgendwo muss man ja mal Metadaten eingeben. Die haben den Vorteil, man kann chinesische Zeichen einfach per Copy-Paste nehmen, griechische Zeichen und sowas. So, was man noch sieht da oben sind hier verschiedene Reiter, zu denen kommen wir noch. Was heißt denn das? Wir haben die Suchbegriffe, hier kommt gleich noch eine Karte. Wir haben verschiedene Filter, Daten und so weiter und so fort. Das sind die Sachen, die man halt sehen kann. Der Datensatz ist öffentlich, er hat ein bestimmtes Datum und es gibt Exportfunktionen. Wir haben eine Kartenunterstützung im Metador, die baut sich auf, indem man hier auf diesem Suchbegriff auf dieses Kartensymbol klickt und hier sieht man jetzt die Bounding-Boxen der Metadaten. Das sind jetzt aus einem anderen, da wurden Lorem Ipsum-Datensätze ganz viele erzeugt und man sieht den Klick hier von dem, wo der Mauszeiger ist, welche Datensätze innerhalb dieses Bereiches halt sind. Die werden gehighlightet und dann kann man dann auch die im Ergebnis sehen. Und die Karte kann natürlich für die Suche verwandt werden. Filterkriterien auf der linken Seite ganz kurz, jetzt erstmal hier nur die Hierarchy-Level, eine Sortierung, Datum. Man kann die Ergebnisse auch als CSV runterladen, dann kommt dann Alternativtitel, Titel und vielleicht noch die Kategorie. Nicht so viel halt bei raus, aber das ist jetzt bei dem Beispiel erstmal. Wenn man so ein Ergebnis hat, wie jetzt hier die chinesische Mauer, sieht man ein paar Zusammenfassungssachen und man hat die Möglichkeit, unangemeldet sich das Ergebnis anzuschauen als PDF, HTML oder halt als XML-Ausgabe. Die XML-Ausgabe hier ist jetzt halt ISO-orientiert. Man muss aber dazu sagen, Metador hat und muss nicht ISO und Inspire-Standards verfolgen. Wir haben ein Projekt letztes Mal auf der Where2B vorgestellt, bei einem Mobilfunkunternehmen, die haben halt kein Interesse an ISO oder Inspire gehabt, die wollten einfach nur einen Metadatenkatalog haben. Und da ist irgendwas an Metadatenoberfläche entstanden, was ziemlich nach Dublin Core aussah und eine XML-Ausgabe brauchten sie gar nicht. Also das geht halt auf, wenn man es halt intern nutzt. Und die haben halt keine Notwendigkeit, da ein CSV rauszugeben. Ausgabe als HTML und PDF gab es aber dann schon. Und das ist jetzt die HTML-Ausgabe. Hier oben sieht man so ein bisschen die URL, die da entsteht. Da werden die Sachen dann halt zusammengefasst. PDF-Ausgabe ist eigentlich dasselbe, nur als PDF. Wenn ein Ergebnis gesperrt ist, ja, das ist, ich glaube, da ist die Folie verrutscht. Wenn man sich anmeldet, dann kann man Metadaten bearbeiten. Das ist ja ganz klar. Also wenn man sich nicht anmeldet, kann man sie nicht bearbeiten. Ich habe diesen Anmeldebildschirm irgendwie nicht gezeigt, der war mir zu langweilig. Wenn man ein Ergebnis bearbeiten will, dann darf man das auch. Man darf es aber nicht, wenn ein anderer den gerade bearbeitet. Und das soll diese Folie zeigen. Der Datensatz ist derzeitig gesperrt. Also da editiert einer an der chinesischen Mauer.
Und dann kann man das Ding selbst nicht bearbeiten. Das sieht man auch, wenn man dieses Ding dann aufmacht, dann steht dann halt da, der Datensatz ist derzeit durch den Benutzer Axel gesperrt. Und ich bin hier als Root angemeldet, also ich darf das Teil nicht editieren. So, da haben wir schon den ersten Blick auf die Formulare gesehen. Das ist halt der Kernpunkt von dem Ganzen. Wie angenehm kann man Metadaten aufnehmen? Und dann, es muss ja jemand machen. Man kann das Ding auch dynamisch füllen über Importkriterien und sowas, aber irgendeiner kann ja auch dann Metadaten bearbeiten. Da haben wir die Formulare. So sieht es aus, wenn man sich anmeldet, dann hat man dieses Stiftsymbol, man weiß, man darf dran arbeiten, öffnet das auf. Und wie haben wir das strukturiert? Wir haben hier oben jetzt so Tabs, also links haben wir erstmal die Hauptkriterien, Metadateneigenschaften, Dateneigenschaft, Vertrieb, Qualitätsangaben, Verantwortlichkeiten, das kommt aus dem Projekt. Also das ist von einem Datenanbieter, Landesvermessungsamt Rheinland-Pfalz, die wollten halt Qualitätsangaben, Herstellerinformationen, also Metadaten halt in den Dingen haben, die halt auch automatisch aufnehmen. Und die halt auch brauchen als Landesdatenanbieter. Das braucht eine Kommune halt nicht, aber insofern sind ja halt recht groß geworden, die Formulare. Und dann haben wir hier oben ein paar Tabs, wo man halt sieht, was alles unter diesen Dateneigenschaften drin ist. Also man kann denkt so, ach, das geht dann noch 5 Rubriken, nee, es sind ein paar mehr leider. So, und dann haben wir natürlich hier diese Bobbles für Mandatory-Attribute oder für optionale Attribute. Und ansonsten gibt es halt Sachen, die man editieren kann, wie zum Beispiel die ISBN-Nummer. Es gibt Sachen, die man auswählen kann, wie den Namensraum, das ist eine Dropdown-Liste. Und es gibt den Identifikator, den man gar nicht editieren kann, weil der wird vom System vergeben. Ja, es gibt diese Auswahllisten, hier jetzt das Beispiel von der Sprache. Und diese Auswahllisten kann man im Backend auch noch bearbeiten. Also man kann die selber festlegen. Ob da jetzt Deutsch, Englisch, Französisch drinstehen muss, das macht man nachher in der Administration hinten. Dasselbe geht auch bei Auswahllisten, die ein bisschen größer sind, wie jetzt hier bei den Qualitätsangaben. Weil man wählt eigentlich nur eine Verordnung oben aus, halt die EG Nummer 1089. Und dann gibt es auch noch andere, die man angeben könnte. Und wenn man die oben ausfällt, dann füllen sich automatisch die Version, die Datumswerte aus, weil die einen haben Veröffentlichkeitsdatum, die anderen vielleicht ein Erstellungsdatum und die Angabe zur Konformität. Das sind alles eigentlich festgelegte Sachen aus den Vorgaben. Nur den Konformitätsgrad, die muss man auch per Hand dann eingeben. Also das soll einem das alles erleichtern. Auch diese Liste, die ist jetzt halt ein bisschen größer als Deutsch-Englisch, die hat halt mehrere Eingabemöglichkeiten, kann man dann auch bearbeiten und neue hinzufügen, falls es welche geben sollte. Die werden erstmal momentan in der Version per Default gefüllt, aber können dann noch geändert werden. Schlüsselwörter passen auch in diese Geschichten rein, also dass man dann eine Dropdown-Liste von Schlüsselwörtern hat, dass man eigene Schlüsselwörter hinzufügen kann. Das kann alles in der Administration verwendet werden. Und damit bietet Metadoor halt die Möglichkeit, einfach Metadaten aufzunehmen und halt auch diese Inhalte zu den Formaten selber noch hinten zu verändern. Wir haben in dem Metadatensatz, wenn man den eingibt, diesen Bezug zu den anderen Datenquellen, wie beim Operates On, wo man dann halt hinklickt und sagt, okay, ich suche mir jetzt aus der ganzen Liste einen anderen Metadatensatz aus und dann wird das halt an die richtige Stelle gefügt, dass da eine Verbindung ist. Ein großer Punkt, der im Metadoor drin ist, ist die Adressangabe. Wir haben viele Kontaktangaben im Metadaten. Ich meine, Metadaten bestehen ja eigentlich nur aus rechtlichen Dingen und Kontaktangaben und es gibt noch einen Titel und eine Beschreibung und eine Boundingbox. Und die Kontaktangaben sind natürlich wichtig. Man konnte die früher im Metadoor einmal eingeben und hatte dann nachher diese einmal eingegebene Adresse und konnte sie wieder auswählen. Das war so ein Mechanismus, der war da. Also das wurde jetzt hier erweitert. Jetzt gibt es hier in der Administration hinten, wo man dann als bestimmter Benutzer reingehen kann, eine Adressverwaltung. Da werden erstmal alle Adressen reingegeben, die man so hat. Also das ist halt wiederum Verwaltung gewesen. Die haben ein paar Leute, die dann da als Kontaktangaben angegeben werden können, die Vertriebler, die Metadatenfachleute. Und man geht einfach dann in dem Formular hin und wählt aus dieser Adressverwaltung halt die Person aus, die eingetragen werden soll. Und dann sind alle Felder halt gefüllt von der Straße, E-Mail, Hausnummer oder sonst was. Das ist eine zentrale Verwaltung von den ganzen Sachen. Es gibt ein paar Metadatengeschichten, die sind für die meisten nicht so wichtig, aber unter den Prozessinformationen, da kann man Kontaktangaben wiederum per Hand eingeben. Also da ist das dann unabhängig von der Adressverwaltung. Aber das sind so Details von den erweiterten Metadatenprofilen. So sieht das dann im Backend aus, in der Administration. In der Tabelle wird halt nur gelistet die Firma Freund und Eileen Freund. Und wenn man auf Neu klickt, kriegt man dann halt wiederum so ein Formular, wo man die Kontaktangaben eingibt. So, Validierung, Mandatory, Conditional, Optional. Wir haben eine Validierung im Frontend, die jetzt auch auf diesem Metadatensatz hier basiert natürlich, weil Validierungen sind ja von Metadatensatz zu Metadatensatz und von Ideen, die man damit hat, unterschiedlich. Können unterschiedlich sein, ein paar sind festgelegt. Wenn man irgendwie was vergessen hat auszufüllen, wie Form des Datenbestands oder Art des Datenbestands, das sind Mandatory Objekte. Die muss man ausfüllen in dem Fall, das sind Dropdown-Listen, dann wird das rot markiert. Man kann den Datensatz erstmal
speichern, aber halt nur einen Zwischenstand speichern. Und eigentlich sind hier oben diese Freigabe- und Validierungssachen aus, da komme ich gleich noch zu. Also das heißt, es wird gehighlightet. Hier steht dann eine Zahl, wie viele Dinge unter den Dateneigenschaften noch auszufüllen sind. In dem Fall habe ich Glück gehabt, 2. Wenn man vergisst, alle Kontaktangaben auszufüllen, dann sind es ein paar mehr. Und hier oben in dem Reiter sieht man halt noch, dass es bei der Klassifizierung ist und das Ding wird rot hochgehoben. Das sind Regeln, die wir halt feste einbauen, mehr oder weniger. Also das sind JSON-Dateien, wo die Validierungen festgelegt werden, die dann halt auf die Formulare und auf die Objekte passen. Das ist kein Hexenwerk. Und wir haben halt auch Abhängigkeiten. Das heißt, wir haben da auch so eine gewisse Logik. Wir haben innerhalb der Maßstabszahl, also vom Raumbezug kann man entweder die Maßstabszahl oder die Bodenauflösung angeben. Und deshalb sind die Dinger weder rot noch grün, sondern sie sind gelb. Also eins von den beiden muss man ausfüllen. Wenn ich eins ausfülle, wie zum Beispiel die Maßstabszahl, dann ist alles Taco. Wenn ich beide ausfülle, dann merkelt das Ding mir das halt auch an. Weil das darf ich nicht. Ich darf scheinbar nur eins. Das ist mal ein schöner Screenshot, der ist nämlich hier. Okay, wir haben eine Freigabe- und eine Validierungsgeschichte. Das heißt, wenn ich einen Datensatz ausgefüllt habe, sodass er wirklich alle keinen Fehler mehr schmeißt, keinen Validierungsfehler mehr, dann kann ich den auch freigeben letzten Endes. Wenn ich da immer noch Dinger drin habe, dann wird mir, sobald ich diesen Validierungsschalter angeschaltet habe, das Ding immer irgendwie anmäkeln. Das kann ich dann ausschalten, dann kann ich sagen, komm, mich interessiert die Validierung nicht, dann kann ich aber auch sowieso nur Zwischenstände abspeichern. Das heißt, ich kann Zwischenstände immer abspeichern, die sieht aber keiner außer ich und die Leute, die in meiner Gruppe sind. Wenn ich die Validierung angeschaltet habe, dann kann ich nur validierte Datensätze komplett abspeichern und dann gehen die auch erstmal in die Freigabe rein. Das ist halt das Prinzip, dass da nichts rausgehen kann, was nicht vollständig ausgefüllt ist. Und das läuft in dem Projekt sogar noch so weit, alle Sachen, die komplett falsch sind, sei es auch durch Importe, sei es durch CSV-Inserts oder sonst was, wo sich was verhaspelt, dann die werden auch komplett gesperrt und landen in so einer Quarantänestation. Kurzer Blick auf die Administration. Wenn man sich angemeldet hat als Benutzer, der in der Admin-Gruppe ist, also Benutzer- und Gruppenverwaltung hat man ja immer, dann sieht man hier diese Administration, links wiederum solche Reiter, was man alles machen kann und in der Übersicht sieht man halt, was los ist. In der Instanz haben wir jetzt 1000 Metadaten drin bei 3 Benutzern und 5 Gruppen. Man kann sich überlegen, was das für eine Organisationsform war. Und die 3 Leute haben wirklich 1000 Metadatensätze per Hand eingegeben. Nee, es ging automatisch, wir haben die importiert. Und 108 Adressen, die kamen aus einem Webservice, die haben wir einfach auch importiert. Geschrieben hat die keiner. Es gibt so ein paar Standardgeschichten. Man kann dem ganzen Metadon eine Auszeit geben, indem er so eine Systemmeldung hinterlegt. Dann kommt so ein roter Balken und sagt, in 5 Tagen machen wir den Rechner aus oder sowas. Solche Kleinigkeiten kann man da machen. Proxys angeben, was immer ganz interessant ist. Wozu braucht man Proxy? Für die Karte halt, die man einbaut. Die kann über einen Proxy halt dann irgendwo unsere OSM-Karte einbauen oder sonstige Sachen. Dafür gibt man das halt an. Es gibt eine Logging-Geschichte, die man eingibt, also man kann eine Protokollierungsstufe festlegen, Anzahl Logs pro Seite ist, man kann die Logs halt hier auch im Backend anschauen, das sieht dann so aus. Es gibt auch da einen Status, man kann das noch sortieren und man kann das Log auch letzten Endes leeren, neu laden, sonstige Sachen machen, die werden auch dann in Dateien rausgeschrieben. Sind wir schon soweit? Instanzen, das ist eine Geschichte, die ich kurz ansprechen will, die kommt jetzt auch aus dem Projektkontext, die wird nicht für jeden von Ihnen wahrscheinlich interessant sein, aber es ist ein interessantes Konzept, weil es macht mehr oder weniger eine logische Einteilung dieser ganzen Metadaten und die Auswirkungen darauf sind auf den Import von Daten, in welche Instanz sollen die rein, auf die Oberfläche, für welche Instanz erstelle ich jetzt einen Metadatensatz, für den CSV und für die Validierung und für die Quarantänegeschichten und sonst was, die halt in diesem Projekt jetzt vor allen Dingen waren. Aber Importoberfläche, CSV und solche Sachen hat es eine Übersicht. Also was waren Instanzen? Ich gehe mal kurz nochmal auf die erste Folie. Das sind hier oben diese Dinger, diese Reiter, Tabs. Also ich habe Metadaten, die ich jetzt hier sehe, diese 7 Weltwohner gehören zur Instanz intern. In der Instanz extern hatten wir Computerspiele, in der Instanz Inspire Metal-Alben und in der Instanz Archiv hatten wir Filme vom New Hollywood aufgenommen. Das heißt also, im weiteren Verlauf würde ich die Instanz extern mit den Computerspielen in CSV füttern und sagen, okay, das sind die Metadaten, die rausgehen. Die Metadaten in der Instanz intern, die 7 Weltwunder, belasse ich für mich. Die Metadaten Inspire, die Metal-Alben, die gehen raus nach Europa und im Archiv habe ich halt New Hollywood, weil
die habe ich halt aufgenommen, die will ich einfach im Katalog haben, aber mit denen mache ich nichts anderes, als die im Archiv behalten. Und das ist die Idee der Instanzen. Das heißt, ich mache in der Instanz intern und Archiv andere Sachen wie bei extern und Inspire. Und deshalb wurden die eingebaut und man kann ziemlich einfach so Instanzen erzeugen, auch wiederum im Backend unter Datenquellen, nicht unter Instanzen. Die haben einen Namen und die haben einen Slug. Den Slug haben wir ja umbenannt. Das ist ein interner Name einfach nur. So, und wenn man eine Instanz angelegt hat, dann kann man dann für die jeweiligen Hierarchy-Level, also Datensatz, Datensatzreihe, Service, noch sagen, in welcher Datenquelle-Instanz die erstmal vorkommen können. Ich kann dann sagen, in der Instanz Inspire werde ich keine Services aufnehmen, falls man das haben wollte, sondern nur Datensätze. Also sowas könnte man theoretisch sagen, war natürlich das Anti-Beispiel, aber okay. Und dann hat man halt genau hier diese Instanz in der Oberfläche, hier sieht man noch eine weitere Instanz, eine Systeminstanz, das ist die Quarantäne, wo man jetzt gesagt haben, erstmal alle Sachen, die falsch sind, landen da. Das ist eine Instanz und müssen von da aus weiter verarbeitet werden, angeguckt werden. Das Ding ist automatisch jetzt bei Metadata dabei. Für Leute, die sowas nicht brauchen, wird es nur eine Instanz geben, denke ich mal. Für Leute, die sagen, okay, ich habe interne Metadaten, ich habe externe Metadaten, kann man dann auch sagen, okay, mach mal zwei Instanzen. Man könnte sogar sagen, in den internen Metadatensatz kommen völlig andere Metadaten rein als in das externe. Ganz andere Formulare, sowas könnte man auch sagen. Noch so ein bisschen Kleinigkeiten. Wir haben Plugins. Plugins hatte ich letztes Mal schon vorgestellt. Plugins können eine eigene Logik und eigene Profile machen. Also wir liefern den Metador jetzt mit unserem Workgroup. Profilen aus, hatten jetzt für das Landesvermessungsamt eigene Plugins gemacht. Da ist eigene Logik drin und sind eigene Profile drin, ganz klar. Ne? So läuft das dann halt weiter. Also jeder, der irgendwie sagt, ich hätte gern das Ding und ich will so ein bisschen abweichen von den Formularen, die wir jetzt da per Default rausgeben, kriegt halt ein Plugin, wo neue Formulare drin sind, neue Logik von der Validierung und so weiter. Die kann man in der Administration an- und ausschalten. Man kann auch welche theoretisch importieren. Dafür müsste man welche als ZIP schon mal vorbereitet haben, was wir nicht haben. Momentan werden die einfach ins Verzeichnis so gelegt. Aber klar, wir haben jetzt das Basisprofil, das Adressprofil. Die Adressverwaltung ist auch als Plugin geschrieben, wird aber von der Workgroup halt ausgeliefert. So, jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Teil, CSW. Wir hatten die Notwendigkeit, ein CSW einzubauen in den Metador. Hat man die Möglichkeit, aus dem reichhaltigen Angebot einen auszusuchen oder einen selber zu schreiben? Und aus bestimmten Gründen haben wir selber eingeschrieben. Und der ist drin. Der wird aber erstmal nicht als Open Source mit von Metador veröffentlicht, weil er bestimmten Kriterien erstmal nur entspricht und wir dann gucken müssen, was da noch passieren wird. Die Idee ist eigentlich, dass wir den erstmal verkaufen und dann irgendwie natürlich ausliefern an den Kunden als Open Source, aber wird erstmal nicht im Repository sein. Das ist alles noch nicht ganz klar, aber das ist so die Richtung, in die es geht, weil der war auch recht viel Arbeit gewesen und unterstützt aber jetzt einige Sachen, die ganz gut passen. Kann man in der Administration einrichten in CSW? Das sind die allgemeinen Einstellungen, da gibt man erstmal die Sachen an, die in den Capabilities landen werden. Ist jetzt nicht so spannend. Ne? Dann kann man neuen CSW anlegen. Neuen CSW anlegen sieht man jetzt schon, der hat eine Quelle intern. Also der bezieht sich auf eine bestimmte Instanz. Jetzt habe ich hier die interne genommen, weil ich in dem Beispiel dann doch nur eine interne Instanz hatte, aber es wäre halt extern, Inspire würde man sagen, darauf brauche ich ein CSW. Kann auch so ein paar Sachen eingeben, kann auch hier wiederum Sachen von den Capabilities übertragen und dann kann man Requests abschicken an das Ding. Ja, 2 Minuten noch. Und hier habe ich jetzt über Postman mal den Get Capabilities Request an das Ding abgeschickt, an meinen Localhost. Und da kommt es zurück und hier sind halt auch meine Keywords CSW, yeah und so, die ich halt hier auch falsche Folie, die ich auch hier eingegeben hatte. Ne? So, zweiter Request ist jetzt hier ein Describe Record Request. Ergebnis ist unten. Und das sind jetzt wieder diese Postman-Geschichten, das heißt, man sieht immer nur diesen Post-Request und den Response. Ach du Schande. Das wäre ein Get Feature by ID Request gewesen. Das ist ein Get Records Request mit einem Properties be equal of Subject, wo geguckt wird, ist da irgendwie digitale Orthofotos drin. Und es wird eine AND-Verknüpfung gemacht, nochmal auf Subject, wo ich irgendwas anderes gesucht habe. Und er kriegt halt ein Resultat zurück mit dieser ID. Also das ist ein Request, den wir unterstützen. Und dann haben wir jetzt hier einen Transaction-Request, weil diese CSW können auch dann freigeschaltet werden für ein Insert, was wir für das Projekt brauchten. Das heißt, aus einer bestimmten Datenquelle werden Metadaten importiert.
Und das ist das Beispiel dafür und er meldet halt zurück, oh, ich habe einen insertiert, einen eingefügt. Und da oben ist der Request halt, der da ist. So, das Ganze geht jetzt mit dem CSV halt auch irgendwie nur auf diese MD-Metadaten-Output-Schemes. Ist also ein bisschen beschränkter von den Möglichkeiten, die man als CSV sonst so hätte. Deshalb geht das Plugin momentan vom QGIS nicht, weil das geht nämlich, glaube ich, auf ein anderes Schema. Und natürlich gehen einige, nicht alle, aber die meisten API-ISO-Requests und Filterkriterien. Ich fange da so ein bisschen an zu stocken an, weil ich es nicht ganz genau mehr weiß. Müsste ich selber nochmal nachschauen dann. Ziemlich großartig eigentlich, um das Ding zum Beispiel auch harvesten zu lassen, um solche Dinge zu machen und natürlich auch Metadaten, was hier der Hauptgrund ist, halt auch über einen transaktionalen CSV reinzuschieben. Damit bin ich eigentlich schon am Schluss. Also allgemein, wir versuchen diese Grundzüge von Metador jetzt versprochen, das im Sommer zu veröffentlichen. Das ist dann auch fertig. Wir werden noch ein paar Anpassungen machen müssen, dass es halt auf GitHub rauskommt. Das ist das Einzige, was dann noch zu tun ist. Die Bestandteile von dem Ganzen werden sicherlich die Profile sein, die dann in den Basisprofilen sind. Also wo wir mal gucken, was wir noch rausnehmen, reinlassen oder ob wir es so rausgeben mit allen komplexen Geschichten. CSV müssen wir halt mal schauen. Eine Sache dabei noch, wenn Sie da Interesse haben, was müssen Sie wissen und vorbereiten? Großer Punkt, wenn Sie sowas einsetzen, ist, dass wir wissen und von Ihnen erfahren, was Sie damit machen wollen. Weil es gibt Unterschiede. Es gibt Leute, die Datenanbieter sind in einer oberen Behörde oder sowas, die haben ganz andere Anforderungen als kleine Kommunen, als Kreise, als Städte. Der Unterschied ist, die einen wollen Daten rausgeben und zum Beispiel ISO-Inspire-konform anbieten, die anderen wollen Daten finden. Das sind Unterschiede auch, wie man so ein Ding nutzen kann. Und wo ich Metador gerne dann auch in Zukunft hätte, wäre eher Daten zu verbinden, Daten zu finden halt, die nicht unbedingt diesen Anspruch genügen müssen, ISO-Inspire-konform rauszugehen, weil viele müssen das gar nicht mal machen, aber die haben halt einen Wust von Test 1, Test 2, Test 3, Diensten und Daten und sowas halt zu verbinden. Und dafür ist natürlich so ein Katalogsystem sehr, sehr gut. Aber das müssen wir schauen, da ist die Zukunft noch ungewiss. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Ding im Sommer mal veröffentlicht ist. Und wir geben auf der Workgroup-Seite dann erstmal Bescheid und gucken mal, wie wir da auch eine Community weiter aufbauen können dann. Das war's. Bei Fragen, Mails an mich und Dankeschön. Ja, erstmal danke für den umfangreichen Vortrag. Gibt es Fragen? Wunderbar. Ja, ich habe eine Frage und zwar, kann man Metador noch als Frontend für GeoNetwork Open Source benutzen oder ersetzt jetzt euer CSW diese Kopplung? Wenn Sie den CSW haben, dann könnte das ersetzen, aber es geht immer noch, dass man den verknüpft mit GeoNetwork. Das Prinzip ist immer dasselbe gewesen und das hat sich nicht verändert. Wir haben auch bei Metador jetzt noch eine Exportgeschichte, die man festlegen kann. Also welche Instanz will ich wo exportieren? Was dann immer passiert ist, dass die Metadaten als XML im Filesystem ausgeschrieben worden sind und dann von GeoNetwork über ein File harvestet. Das würde immer noch gehen. Also das habe ich jetzt einfach nicht mehr gezeigt, aber das ist noch drin. Wenn man dann selber den CSV hat, dann kann es das durchaus ersetzen. Also gerade, denke ich mal, für Harvesting-Geschichten aus der GDI oder sowas, wer weiß, was da passiert, einfach nur mit so einem Endpunkt, das müsste schon funktionieren eigentlich. Gut, gibt es weitere Fragen? Ja, mich würde mal interessieren, was hat denn bei den bestehenden CSW-Lösungen nicht gepasst, dass ihr euch dazu entschlossen habt, das nochmal selbst in die Hand zu nehmen? Das ist eine gute Frage. Wir hatten mit Angelos gesprochen vom PyCSW vor allen Dingen, weil das ein sehr vielversprechendes kleines Ding ist und hatten sogar uns da ein bisschen überlegt, wie wir das machen könnten. Wir schreiben in PHP, der ist in Python, also hast du erstmal so ein bisschen die Sprachbarriere. Aber auch da hätten wir einen Ansatzpunkt finden können, in dem wir weiter hätten forschen können und gucken, weil über die Datenbasis, über die Verknüpfung von der Datenbasis hätten wir das gemacht. Letzten Endes hat sich unser Chefentwickler dagegen entschieden, weil er die Sachen in der Hand haben wollte und dachte, durch die speziellen Anforderungen, die wir halt bekommen aus dem Projekt heraus, wo viel Logik drin ist, viel verflixte Sachen sich noch entwickeln können, will er es selber machen. Und dann hat er sich entschieden, das selber zu machen. Es ist eine gewisse Schutzbe dabei, sowas zu machen. Er passt halt zum Projekt sehr gut, ne? Aber ist jetzt kein CSW in allen möglichen
Formen und Farben halt, wie es das gibt, sondern, und das ist halt auch so ein bisschen den Grund zu gucken, was wir damit machen werden, denn halt zu sagen, auch nur ein Output-Schema zu machen, ist eine Einschränkung, kann man sich halt schon drauf konzentrieren, das muss halt so ein bisschen noch die Erfahrung sammeln da daraus. Ne? Hätte es anders funktioniert? Wahrscheinlich ja, jetzt im Nachhinein vielleicht, aber es sind schon ein paar spezielle Sachen, die wir da auch dann mit Angloss hätten sicherlich machen können, Instanzengeschichten oder sonst was, hätte mal gucken müssen. Ne?